Wir sind heute mal nach langer Zeit wieder mit Agilis unterwegs und wir fahren von Regensburg nach Ingolstadt und unseren Routenverlauf, den seht ihr hier auch schon auf der Karte. Wir werden mit einem Alstom Coradia Continental fahren und da wurde die erste Klasse, seitdem wir das letzte Mal unterwegs waren, was ja jetzt schon einige Jahre her ist, ein bisschen modernisiert. Es gibt nämlich neue Sitze und neue Tische und wir schauen uns das Ganze mal an. Ihr seht hier also schon große Schmetterlingstische, die jetzt hier verbaut sind. Kann auch noch nicht allzu lange her sein. Ich habe keine Zahl gefunden, keine Jahreszahl, wann die modernisiert wurden, aber die Tische immer noch sehr schwergängig und die Sitze jetzt eben mit grauem Leder bezogen, schön mit dem Agilis-Logo. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr hochwertig aus. In den Reihensitzen gibt es diese typischen Klapptische, die man von diesem Sitzmodell kennt und natürlich auch Steckdosen, also auch da eine gute Ausstattung. Ja, wir sind in Regensburg gestartet. Da geht es für mich immer erstmal zum Gau-Bodenbecker Hahn, denn die haben wunderbare Brezen und ja, somit gestärkt ging es dann in den Zug. Ich wollte eigentlich erst gar kein Video von der Strecke machen. Allerdings habe ich dann gesehen, dass die Züge innen komplett neu gestaltet wurden in der ersten Klasse und dachte mir, das ist dann doch ein Video wert. Außerdem ist die Strecke wirklich sehr sehenswert, denn wir fahren hier erstmal ein schönes Stück entlang der Donau, überqueren diese, so wie hier auch mehrfach und haben auch generell eine sehr abwechslungsreiche Landschaft. Die Strecke wird ausschließlich von Agilis befahren, allerdings in zwei verschiedenen Varianten. Zum einen als Regionalbahn und zum anderen als Regionalexpress. Wir sind als Regionalexpress unterwegs und halten somit nicht an allen Zwischenstationen an, sondern nur an den wichtigsten Bahnhöfen entlang dieser Strecke. Das ist dann vor allen Dingen Bad Abbach, Saal, Abensberg, Neustadt an der Donau, Münchsmünster und Vorburg. Und danach folgt dann schon Ingolstadt Hauptbahnhof. Hier überqueren wir jetzt die Donau zum zweiten Mal. Direkt im Hintergrund auch eine Schleuse und hier die Donau mit einem kleinen Schleusenkanal. Und dahinter erreichen wir dann Bad Abbach und Saal. Und in Saal, das ist eigentlich ein relativ kleiner Ort. Der Ort ist aber deswegen wichtig, weil es der einzige verbliebene Bahnhof für die Ortschaft Kelheim ist, die ganz in der Nähe liegt. Hier kann man also auf den Bus umsteigen und dann ein kurzes Stück nach Kelheim fahren. Früher gab es auch in Kelheim einen Bahnanschluss. Die Gleise gibt es auch teilweise noch, allerdings fahren dort eben leider keine Züge mehr. Was natürlich sehr schade ist, weil Kelheim ein sehr beliebter Ort bei Touristen ist, denn das ist der Ausgangspunkt für die Schifffahrten durch den Donaudurchbruch, eine der landschaftlich schönsten Regionen, die wir in Deutschland haben, ist leider ziemlich schwierig zu erreichen mit der Bahn, weil man eben wie gesagt noch umsteigen muss. Wäre zwar vom Bahnhof auch noch ein Stück zu laufen zu den Schiffen, aber man wäre zumindest schon mal im richtigen Ort. Hier erreichen wir dann Abensberg. Abensberg wiederum ist vor allen Dingen fürs Bier bekannt. Hier gibt es eine ganz berühmte Brauerei und auch Hundertwassergebäude. Und zwar befindet sich dieses Hundertwassergebäude sogar auf dem Brauereigelände. Das ist der Kuchelbauerturm und der gehört eben zur Kuchelbauer Brauerei. Man hat ihn im Hintergrund, wenn man genau hingeguckt hat, auch ganz kurz gesehen. Jetzt geht es hier vorbei an diversen Industriebauwerken. Zum Beispiel haben wir hier die Bayern Oil Raffinerie und petrochemische Werke und auch eine große Teststrecke von Audi, denn wir befinden uns ja jetzt inzwischen in der Nähe von Ingolstadt. Das heißt, Audi ist hier natürlich auch aktiv, von allen drei gefühlt die Audi-Teststrecke am strengsten gesichert, damit da auch wirklich keiner irgendetwas zu Gesicht bekommt, neue Fahrzeuge oder ähnliches. Also gerade ja auch einen sehr großen Zaun mit Kameras gesehen, das war tatsächlich das Audi-Testgelände. Wir haben derweil dann Ingolstadt erreicht, treffen hier jetzt auf die Hauptstrecke aus München kommend. Hier hat es dann kräftig geregnet. Das war einer der ersten Regen nach dieser langen Trockenperiode im Sommer. Deswegen haben wir uns da alle sehr drüber gefreut. Auch wenn wir am Bahnhof ein bisschen nass geworden sind, war das sehr schön, endlich mal wieder den Regen zu sehen. Auch wenn es leider nicht allzu viel war. In Ingolstadt sehen wir jetzt auch noch einen ganz besonderen Zug.
Das war der Verstärker für das 9-Euro-Ticket beim RE1 München bis nach Fürth ohne Halt. Leider habe ich es nicht geschafft, mit diesem sehr interessanten Zug zu fahren. Hätte ich gerne gemacht, hat zeitlich einfach leider nicht gepasst. Hier haben wir ihn wenigstens kurz gesehen. Das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt, wann das nächste Video kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.